Hallo, liebe Zuschauer, die nächste Reise steht an. Dazu begrüße ich euch recht herzlich zu meinem neuen Video. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, wisst ihr, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach und alle Technik hier unter mir im Seitenkasten. Die Anlage werde ich jetzt im Urlaub testen und habe eigentlich das Ziel, dass ich keinen Strom mehr brauche. Keinen Landstrom. Auf dieser Tour nehme ich einen Klassiker unter die Räder, die romantische Straße. Dafür geht es heute bis nach Würzburg, im weiteren Verlauf nach Füssen. Ich fahre die Strecke durch das Bergische, über Land. In meiner Sagen fahre ich dann auf die A45, dann die letzten Kilometer auf der A3 bis nach Würzburg. Würzburg ist ja der Beginn der romantischen Straße und auch meine erste Station auf dieser Tour. Hier stehe ich auf dem Wohnmobilplatz Würzburg, Friedensbrücke. Drüben die Reihe für Wohnmobile ist schon komplett belegt. Deshalb stehe ich hier mitten auf dem Parkplatz. Eng steht man hier, das kann man schon sagen. Es wird schwierig, eine Garagentür öffnen zu können. Stromsäulen sind vorhanden. Die Lage hier am Fluss, am Main, ist ja gar nicht so schlecht. Entsorgung ist möglich. Frischwasser gibt es auch. Zum Beispiel 100 Liter 1 Euro. Tja, wenn es nicht so eng wäre. Die Lage ist schön. Da drüben ist die Altstadt von Würzburg. Und da gehen wir jetzt hin.
Auf diesem Parkplatz oben an der Burg ist das Parken mit Wohnmobilen erlaubt. Tageskarte 5 Euro. Natürlich keine Versorgung, keine Entsorgung, aber parken darf man hier. In dem Kassenautomat sind auch Toiletten vorhanden. Ja, der Platz hat sich gefüllt. Ganz links sieht man am Wasser stehend, sind die eigentlichen Wohnmobilplätze. Alles andere ist Überhang, wenn man es mal so sagen möchte. Da ich mir gerade eine Solaranlage habe montieren lassen, interessiert mich natürlich, was haben denn die anderen so auf dem Dach? Macht euch selber ein Bild. Ja, da steht der Carlo und wartet. Ich werde ihn jetzt nicht länger alleine lassen. Ja, schön hier in Würzburg. Viele junge Leute, eine freundliche, fröhliche Atmosphäre und fühlt sich wohl hier. Ja, wo waren wir heute? Wir sind über die alte Mainbrücke in die Altstadt gegangen. Dann anschließend zum Marienberg, zur Festung hoch und das ehemalige Gelände der Buger oder Landesgartenschau, gab beides hier, sind wir wieder runtergegangen. Ja, und hier hat der Platz sich gut gefüllt. Ja, und ich würde sagen, morgen sehen wir uns wieder. Guten Morgen, Tag 2 der Reise beginnt. Heute verlasse ich Würzburg wieder, werfe nochmal einen Blick auf die Skyline. Da starten auch gerade die Schiffe, die Motoren. Es geht weiter die romantische Straße. Wie weit ich da heute komme, weiß ich noch nicht. Ich denke mal, Bad Mergentheim wird das Tagesziel sein. Aber ich möchte überall unterwegs, wo es mir gefällt, mal kurz anhalten und mehr oder weniger Zeit dort verbringen. Ja, dann geht's los.
Ja, ich bin in Wertheim angekommen. Und ich stehe vor dem Wohnmobilparkplatz. Parkplatz an der Tauber ist das hier. Und bevor wir uns den Ort ansehen, schauen wir uns mal den Wohnmobilplatz an. Vor dem Platz ist die Entsorgung. Hatte ich vor 2 Jahren schon mal genutzt hier. Meter weiter ist dann der eigentliche Wohnmobilplatz. Da geht man noch an dieser Skateranlage vorbei. Der richtige Name vom Stellplatz an der Taubermündung. Und ein gesonderter Hinweis. Ihr seht es, das Übliche heutzutage. 24 Stunden 5 Euro, maximal 3 Tage. Wollen wir doch nicht meckern. Zumal in dem Preis die Gutaxe schon enthalten ist. Vor 2 Jahren, wo ich hier war, war hier alles proppenvoll. Jetzt steht ein einziges Mobil hier. Und das Besondere hier, man steht unter der Straße. Bei 35 Grad ganz nett hat man Schatten, ansonsten etwas duster. Unmittelbar vor dem Platz am Radweg, dahinter ist der Main. Hier vorne mündet die Tauber in den Main, ein Fluss, der uns die nächsten Tage begleiten wird. Dahinter sehen wir Wertheim und die Burg, die über allem thront. Es gibt noch einen zweiten Stellplatz in Wertheim, direkt gegenüber am Fluss. Die genauen Daten dazu weiß ich jetzt nicht. Wertheim hat sich gelohnt. Eine nette Altstadt. Der Weg zur Burg ist auch lohnenswert, auch wenn es da oben Eintritt kostet. Insgesamt ein schöner Ort. Auf jeden Fall ein Zwischenstopp wert. Ja, jetzt geht es weiter entlang der romantischen Straße. Da bin ich gespannt, was es da noch alles zu sehen gibt.
nach einem kurzen Zwischenstopp am Kloster Bronnbach bin ich nun in Tauberbischofsheim, der nächste Ort, den ich mir anschauen werde. When we wake, hear the birds and see the sun, side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Tauberbischofsheim gesehen. Die Innenstadt, das Schloss, Glockenspiel gehört. Das ist das, was Tauberbischofsheim zu bieten hat. Aber auch ein Wohnmobilstellplatz. Hier beim Frankenbad gibt es 3 Plätze. Kostenlos, ohne Fähr- und Entsorgung, aber ein bisschen eng. Mehr wie 7 Meter sollte das Fahrzeug nicht haben. Da ist noch ein Platz frei, aber mir ist der Platz zu kurz, zu ungemütlich. Ich fahre weiter. Ja, jetzt bin ich in Bad Mergentheim angekommen und habe hier einen Stellplatz gefunden an der Therme. Den möchte ich euch gerade mal zeigen. Die Plätze sind hier abgetrennt mit diesen Holzstämmen. Macht einen ganz ordentlichen Eindruck. Da ist der Kassenautomat. Da schaue ich mal, was es eigentlich hier kostet. Der Platz kostet 5 Euro. Die Kurtaxe wird automatisch mit abgerechnet. Dann kommt man auf 7,90 Euro für eine Person. Ja, ein kleiner Bücherschrank ist auch hier im Kassenhaus. Ein paar Prospekte liegen aus. Neben dieser Sitzgruppe findet sich noch eine Übersichtstafel von Bad Mergentheim. Die werde ich mir mal genauer angucken, denn in den Ort will ich ja heute noch reingehen. Tja, Abfallschotten habe ich gefunden. Der ganze Platz liegt zwischen dem Sportplatz und drüben auf der anderen Seite im Tennisplatz. Mit Biergarten, wie ich gerade sehe.
Die Entsorgung habe ich vorne an der Parkplatzeinfahrt gesehen. Die übliche Geschichte, Bodeneinlass, Wasserzapfstelle, Toilettenentsorgung.